Hallo, it's Adam Smith Time. In dieser Folge soll es um die natürliche Neigung des Menschen zu handeln gehen. Adam Smith vergleicht Mensch und Tier, um herauszuarbeiten, welchen Unterschied es macht, ein handelndes Wesen zu sein oder nicht. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. In der letzten Folge haben wir über die Arbeitsteilung gesprochen. Man könnte denken, dass der Mensch sich hingesetzt hat und die Arbeitsteilung erfunden hat. Er hat nachgedacht und kam dann auf die Idee, dass es wohl das Beste wäre, wenn man die Arbeit teilen würde, weil sich daraus eine höhere Produktion ergibt. So war das aber nicht. Der Mensch hat die Arbeitsteilung nicht theoretisch erfunden und dann angewendet. Sie ist quasi von selbst in der Praxis entstanden. Sie entstand, weil der Mensch von Natur aus gerne handelt. Diese Neigung ist dem Menschen eigen und er teilt sie mit keinem anderen Tier. Der Mensch tauscht, handelt und schließt Verträge. Tiere schließen keine Verträge und treiben keinen Handel. Tiere mögen manchmal zusammenarbeiten, aber sie tun dies aufgrund von Instinkten und nicht mit Verträgen. Man hat Tiere auch noch nie handeln sehen. Wenn ein Tier etwas haben möchte, was ein anderes Tier hat, versucht es, dessen Gunst zu erlangen. Man kennt das von Hunden, die in der Obhut von Menschen leben. Wenn die feinen Leute am Tisch sitzen, bettelt der Hund und macht allerlei Kunststücke, um ein paar Bissen abzubekommen. Junge Tiere verhalten sich in freier Natur genauso gegenüber ihren Eltern. Auch manche Menschen verhalten sich so, aber auf die Dauer mag kein Mensch von der Gunst des anderen abhängig sein. Und deshalb fängt er an zu handeln. Ausgewachsene Tiere brauchen dies nicht, da sie sich selbst mit allem versorgen können, was sie zum Leben brauchen. Aber der Mensch, der sich spezialisiert hat, ist immer von irgendwem abhängig. Statt die Gunst eines anderen zu erlangen, ziehen wir es aber vor, dem anderen zu zeigen, was sein Vorteil ist, wenn er uns gibt, was wir wollen. Denn nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Wir wenden uns nicht an ihre Menschen, sondern an ihre Eigenliebe. Und wir erwähnen nicht die eigenen Bedürfnisse, sondern sprechen von ihrem Vorteil. Der Mensch ist vom Handel abhängig. Jeder Mensch, selbst ein Bettler, der von der Gunst anderer Menschen lebt, muss handeln. Das, was die Menschen ihm geben, entspricht in den seltensten Fällen seinen Bedürfnissen. Und so muss er einen anderen finden, dem er es verkaufen kann, um sich zu kaufen, was er braucht. Wie begann das wohl mit der Arbeitsteilung und dem Handel? Wahrscheinlich werden die Menschen festgestellt haben, dass einer besser jagen kann und der andere geschickter in der Waffenherstellung ist. Jäger und Waffenmacher bildeten sich heraus, weil jeder Mensch merkte, dass es angenehmer war zu tun, was man gut konnte und den Rest zu tauschen, taten sie es, wann immer sie konnten. Und so entstanden Spezialisten, die auf ihrem Gebiet weitaus geschickter waren als alle anderen. Adam Smith betont, dass die natürlichen Stärken und Schwächen der Menschen weniger stark ausgeprägt sind als bei
den verschiedenen Hunderassen. Hauptverantwortlicher für die unterschiedlichen Stärken und Schwächen der Menschen ist die Arbeitsteilung. Schon in der letzten Folge stellten wir fest, es ist nicht nur so, dass durch die Arbeitsteilung jeder das macht, worin er oder sie am geschicktesten ist. Das Geschick nimmt durch die Arbeitsteilung auch noch weiter zu. Und dieser Effekt ist viel größer als der genetische. Die unterschiedliche Erziehung fordert unsere Fähigkeiten verschieden und formt so Schwächen und Stärken des Einzelnen. Dank unserer Neigung zu handeln können wir auch die Vorteile unserer Stärken genießen und leiden nicht unter den Nachteilen unserer Schwächen, wie die Tiere. Ein Mensch, der schlecht im Erlegen von Tieren ist, wird sein Fleisch vom Metzger kaufen. Ein Hund, der hier seine Schwäche hat, wird mehr Anstrengung darauf verwenden müssen, damit er nicht verhungert. Obwohl die Hunderassen so unterschiedlich in ihren Fähigkeiten sind, profitieren sie doch nicht von ihren Stärken, sondern leiden an ihren Schwächen. Der Mensch kann seine Stärken ausbauen und der Hund muss seine Schwächen ausbügeln, weshalb es in der Natur auch gar keine Hunderassen gibt, sondern nur den Wolf, der alles ungefähr gleich gut kann, aber dafür nichts besonders gut. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, It's Adam Smith Time.